Bitte, Rufus, ich friere. Lass uns gehen. Hörst du? Dem Mädchen ist kalt. Netter Versuch, Kumpel. Und sonst so. Ich hab heute nichts mehr vor. Ich kann hier. Rufus, ich hol mir hier den Tod. Beim Klabautermann, jetzt erlöse das Mädchen doch endlich. Sie trägt ja nur einen Pyjama. Heul doch. Ich warte hier. Und ich warte. Und ich Rufus, warte. Bitte. Okay, okay. Ich geb auf. Und ich kann mir das nicht länger mit ansehen. Hier hast du deinen blöden Stiefel. Ich hoffe, das war es wert. Siehst du, Goal? Ich habe gewonnen. Stiefel. Ein kaputter Stiefel. Da staunst du, was? Mein Held. Okay, jetzt haben wir einen Stiefel. Die können wir gegen die Schuhe eintauschen. Jetzt brauchen wir noch einen Eimer mit Wasser. Können wir den uns mitnehmen? Hey, was tust du da? Ich verneige mich vor Neptun. Oder ist er das gar nicht? Was? Wo? Willst du mich veralbern? Veralbern, beklauen, irgendwie sowas, ja. Na dann, zurück nach Portafisco. Erstmal mit Goal reden. Goal, alles gut bei dir? Ich weiß nicht. Bist du dir sicher, dass uns Argus nicht erwischen wird? Nichts ist sicher. Zumindest nicht, solange du in der Nähe bist. Was? Du bist doch die nette Goal. Oder habe ich die Datasetten verwechselt? Nein, nein. Krawall Goal hat mir nur ein paar Hinweise auf den Unterarm gekritzelt. Oh mein. Na dann. Hast du die Katze gesehen? Ja, so ein armes Ding. Wahrscheinlich heißt sie Schnurrbart oder Mr. Mounts oder Frank Fellmann oder Mick McMauseschreck oder... Goal, es reicht. Wenn wir erst einmal ihren Namen kennen, wird sie uns nur noch mehr leid tun. Ach, du hast so ein gutes Herz. Das ist einfach Erfahrung. Bei der alten Frau, die in mein Raketensilo gefallen ist, war es genauso. Was? Wir müssen in den Gadget-Shop. Zu das dumm. Müssen wir. Azu. Ha, so eine dumme Tür kann mich doch nicht aufhalten. Du willst doch nicht etwa einbrechen? Warum denn nicht? Oh, fein. Wie willst du vorgehen? Wie kommen wir da rein? Die Tür auftreten? Dreimal darfst du raten, Baby. Wow. Und das, obwohl sie doppelt Titanium verstärkt ist und es richtig, richtig wehtun würde? Jetzt noch zweimal. Ja, versuchen wir's. Ich würd's mal machen. Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. Ja, versuchen wir mal, die Tür aufzustoßen. Ich probier mal, sie aufzustoßen. Die Tür war fest verschlossen. Tja, vielleicht können wir irgendwie mit dem Köderfisch... Oh, ich hab eine Idee. Köderfisch, Napf. Das könnte klappen. Komm, jo. Schau mal, was ich hier Feines habe. Mach die Klappe auf. Scheint sich hierfür nicht zu interessieren. Verdammt. Wie traurig. Wahrscheinlich ist sie nur Thunfisch. Dann darf sie sich auch nicht beschweren, wenn sie elendig verreckt. Ich höre sie regelrecht rufen. Hilfe. Oh, ich verende. Miau. Lass das. Oh, miau. Hilfe. Was zum... meiner Familie. Ich sagte, lass das, okay? Es ist ein bisschen... ja. Ja gut, dann wohl erstmal wirklich zurück nach Portafisco. So, vielleicht können wir hier irgendwas... ja, wir können auch zumindest erstmal den Schirm holen. Wir haben einen Schuppen. Dann kriegen wir einen Schirm. Dann brauchen wir trotzdem erstmal die Torpedo-Ausrüstung. Dann brauchen wir noch ein Fass. Ich glaube, ich hätte da etwas zu essen für dich. Wirklich? Wow, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nicht so schnell. Ich schlage einen Tausch vor. Ich gebe dir das Essen und du gibst mir deinen Schirm. Ich weiß nicht. Er ist das Einzige, was ich noch besitze.
Nom 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 nom, lecker essen. Ach, na gut, einverstanden. Hey, Moment mal, das ist ja nur ein kaputter Schuh. Genau, das adäquate Lebensmittel für einen Tramp wie dich. Oh, was? Aber das ist doch... Bedank dich später. Ach, Rufus. Ey, jo, was geht ab, Bruder? Ach, du meine Güte. Na los, mach mit. Hip-Hop-Hooray? Übertreib's nicht. Du bist ein stinkender Penner und kein Schrottball-Profi. Ah ja, das hatte ich ja fast vergessen. Dein Schirm funktioniert nicht. Natürlich nicht. Du hast ihn noch selbst kaputt gemacht. Das meine ich nicht. Du hast doch gesagt, er sei ein Blitzmagnet. Ja, toll. Bei mir hat's funktioniert. Ja, ich hab's verstanden. Du bist eben ein echter Glückspilz. Aber warum funktioniert es bei mir nicht? Warum willst du denn vom Blitz getroffen werden? Nicht ich. Meine Freundin. Das leuchtet natürlich ein, ja. Ich riech dich später. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Logen, Digga. Okay. Noch ein Tipp. Niemand mag Flugscheißer. Gut, Eingang. Vielleicht kommen wir da irgendwie... Klappe. Oh, Strom und Kehr. Ja. Tank. Da haben wir ja den Salat. Der Tank ist leer. Wir haben eine Kanister mit dabei. Also eine Kanister jetzt mit dem Schlauch. Mit so einem Schlauch könnte ich... Fehlt nur noch... Fehlt das Benzin. Tja. Der Tank ist genauso leer wie mein Kanister. Wo bekomme ich denn jetzt Dieselöl her? Tja... Bekomme ich jetzt Dieselöl her? Das ist jetzt die Frage. Das ist da nicht schon drin. So einem Schlauch fehlt nur. Der Tank ist genauso leer wie mein Kanister. Wo bekomme ich denn jetzt Dieselöl her? Tja. Hier auf Portafiskur bestimmt nicht. Vielleicht. Isla Ob 8 Nordpol. Diese Generator vielleicht. Rein theoretisch müsste das doch. Damit sollte ich mir etwas vom Diesel abzapfen können. Nice. Autsch! Solange der Generator läuft, ist er zu heiß, um daran rumzubasteln. Ich muss ihn irgendwie außer Gefecht setzen. Fisch. Die sind schon ölig genug. Vielleicht eine ölige Banane. Zuckerstreuer haben wir keinen. Das ist nicht der Auspuff. Auspuff. Sehr nice. Aha. Der gute alte Banane im Auspuff-Trick. Gut, jetzt können wir doch bestimmt Kanister. Mit so einem Schlauch fehlt nur noch. Damit sollte ich mir etwas... Och nö. Ach, ich dachte. Ja. Und jetzt... Das dachte ich. ...sollte ich mich beeilen, ein adäquates Gefäß zu finden. Es läuft ja schon alles ins Meer. Nein. Schnell, Kanister. Das ist wohl das langweiligste Gefäß zum Transport von Dieselöl, das ich auftreiben konnte. Stimmt. Aber was soll's. Gut, wir haben einen Dieselkanister. Kanister voller Diesel. Hier gibt's einen Tank für. Aber ohne. Das muss jemand. Ich kann mich. Jetzt läuft das Dieselöl wieder ins Meer. Zu dumm, dass der Generator nicht mehr läuft, um die Pumpe anzutreiben. Tja, dann lassen wir das wohl hier erstmal ins Meer laufen. Ja, hier auf Deponia ist eh alles. Ist eh schon alles nicht mehr zu retten. So, jetzt kommen wir doch bestimmt. Diesel in den Generator kippen. Dank. So,
Der Tank ist wieder voll. Zeit Großartig. Für etwas Turbinen-Action. Und let's go. Was für eine Verschwendung. Daraus hätte man einen grandiosen Fluchtapparat bauen können. Oder eine Hochgeschwindigkeitskäsereibe. Mhm. Knopf. Ja, großartig. Wo kommt denn plötzlich dieser Gestank her? Nee, einer meiner Gesuchtsmäume. Sehr gut. Ach, der Gestank von hier draußen. Oh, der liebe Goon. Der ist der, hier so stinkt. Oh, Duftbäumchen. Duftbäumchen geklaut. Damit können wir bestimmt was anfangen. Ja. Janosch. Hey, Janosch. Ah, Rubus, du dem Organon und so. Was stinkt hier eigentlich so? Ja, das müssen wir. Viva la- können wir das Planschbecken mitnehmen? Das brauchen wir bestimmt. Na, ihr? Soll euch der Onkel Rufus ein paar Kunststücke beibringen? Hm? Nein, 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 nein. Wie sie sich freuen. Tschüss. Tja, können wir den irgendwie Köderfisch. Was hast du da? Sind das etwa neue Vorräte? Vielleicht. Können Sie daraus irgendwas zaubern? Oh, halte diese Dinger lieber nicht zu nah an die Durchreiche. Die jungen Delfine dort drüben sind ganz heiß auf die Dinger. Die würden mir glatt auf den Herd hüpfen. Ach, was Schande. Im Prinzip nicht so schlimm wäre. Immerhin kann man aus jungen Delfinen ein leckeres Katzenfutter. Aber die nette junge Dame hat mich darauf hingewiesen, dass die jungen Delfine nicht zu den Vorräten zählen. Welche nette junge Dame denn? Tja. Okay, wir haben Duftbäume, wir haben kaputten Regenschirm, wir haben Köderfisch, wir haben Fernbedienung für Bohnen, Bananen, wir haben Sender, wir haben Fackel. Ja. Die Delfine müssen wir noch irgendwie zu Futter verarbeiten. Tja, vielleicht kann uns der Seher weiterhelfen. Dann müssen wir erstmal die Goal mit reinholen. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Und wie? Ist es nicht wunderschön hier? Kommst du mit zum Wahrsager? Er wohnt in dem Zelt da oben. Ein Wahrsager? Boah! Worauf warten wir noch? Wer als erstes da ist? Ich glaube, da kommen wir auch nicht weiter. Wir können es ja mal versuchen. Tja. Den Versuch wär's wert. Sie ist schon drin. Man sollte eben nie zu enge Unterhosen tragen. Was? Zum Glück gibt es Pillen, die... Oh. Da kommt er. Das ist doch alles Reibach. Du hältst die Kugel falsch rum. Ich fürchte nicht. Hier, du kannst dich gerne noch einmal davon überzeugen. Okay. Eine Sache hat er nicht vorhergesehen, nämlich welche Folgen es haben würde, Hüte zu tragen. Hüte tragen? Müssen wir mir einen Hut geben? Wir haben keinen Hut. Tja. Eine Sache hat nämlich... Ich glaub's dir ja. Tja. Lass uns weitermachen. Gern. Wie war das gleich mit unserem Reichtum? Oh, ihr werdet reich. Reich an Erfahrung. Na toll. Vorausgesetzt,
Ihr überlebt das alles hier. Was kann man sich mehr wünschen? Ein Hinweis auf die Lottozahlen vielleicht. Mehr verrät die Kugel aber nicht. Tja, werden wir Donnergol rechtzeitig finden? Also in Zukunft überleben, Lebensabend, Reibach. Werden wir Donnergol rechtzeitig finden? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung rumhängen zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Kommen Goal und ich irgendwann so richtig zusammen? Eine gute Frage. Ich sehe. Das ist doch hier nicht. Da kommen wir hier doch. Das kommen wir nicht weiter. Verrissenheit in euch. Bevor ihr zusammenfindet, muss jeder von euch beiden erst einmal mit sich selbst ins Reine kommen. Wow! Hast du mal darüber nachgedacht, bestickte Kissen zu verkaufen? Die wären bestimmt der Renner. Ja, mit Sicherheit. Wir brauchen noch das Planschbecken wahrscheinlich als Ding, wo man uns reinstellen kann. Tja, hier weiß ich auch nicht, wie wir hier weitermachen können. Werden wir all das hier überleben? Das hilft uns doch nicht weiter. Was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Umformulieren. Tja. Lasst uns die Sitzung beenden. Das führt doch zu nichts. Na, schade. Kommt wieder, wenn ihr es euch anders überlegt habt.